Willkommen bei Let's Play Test Drive Unlimited 1. Ich begrüße euch herzlich zurück und wie ihr sehen könnt, stehe ich hier auch schon vor dem nächsten Rennen. 8 Fahrer stellen einen Rekord auf, da habe ich ja nur Silber geschafft. Ich dachte mir, hier mache ich mal schnell Gold. Es ist ja nicht sonderlich schwer, es ist Anfängerklasse. Das sollte ja wohl kein Problem darstellen mit meinem Ford GT. Sollte es eigentlich nicht. Und ja, dann holen wir uns mal den Sieg raus. Euch ist ja bestimmt aufgefallen, dass in letzter Zeit ein bisschen wenig TDU kam. Das lag daran, dass ich ein bisschen stressig habe im Moment und auch vorher schon hatte. Ja, deswegen komme ich halt nicht immer zum Aufnehmen und zum Teil ist halb Speicherplatz voll und solche dummen Geschichten. Ich brauche ganz klar eine größere Festplatte und alles. Naja. Aber naja, unendlich Geld hat man auch nicht zur Verfügung, man hat auch nicht dauernd Zeit und deswegen dachte ich mir, nehme ich jetzt mal wieder auf. Und dieser Patrick geht ja voll ab. Was für einen Wagen hat denn der? Kurzzeitgedächtnis. Das ist ein Mercedes, ja. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht von hinten erkannt. Ich bin kein Autofreak, ja. So, und es wird ja wohl langsam Zeit, dass wir uns den Ferrari Enzo endlich holen. Den wollte ich ja schon seit geraumer Zeit endlich haben. Geld haben wir leider im Moment auch noch nicht genügend. Das ist halt ein teures Stück, muss man schon dazu sagen. Und, ah Mist, jetzt habe ich ganz vergessen, ich sollte noch ein paar Wagen ausprobieren, also testfahren. Ah Mist, jetzt habe ich ganz vergessen, danach zu schauen. Ja, egal, ich schaue nachher mal schnell nach. Mach eine kurze Pause und guck mal schnell nach, dass ich diesem Wunsch auch entgegenkommen kann. So, gute 500 Meter, dann haben wir den zweitletzten Checkpoint hinter uns gebracht und zack, nur noch 1,2 Kilometer, dann haben wir das Rennen auch ziemlich locker gemeistert. Hinten sieht man schon den zweiten Platz, unglaublich weit entfernt. Beim letzten Mal haben wir hier nur Silber geschafft, jetzt schaffen wir Gold, das ist doch was Schönes. Und damit hätten wir es auch schon geschafft. Einfach und ja, simpel. 15.000 Kohle, yeah. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, der Ferrari Enzo ist, glaube ich, 650.000 oder so. Also ist noch ein gutes Stück Arbeit, bis wir so weit sind. Wohl oder übel. Ah ja, genau. Dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich das mal schnell nachgeschaut habe. Und ja, wir sehen uns sofort wieder. So, hier sind wir schon vor dem ersten Shop, nämlich dem Chrysler. Und jetzt kommt ein richtig schönes Schmuckstück, was jemand wollte, dass ich testfahre. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Der Wagen ist nämlich unglaublich geil. Aber leider ein Spezialwagen, nämlich der Chrysler May 412. Das ist das gute Stück. Um den zu kaufen, müssen wir alle Einzelspieler-Rennen-Herausforderungen abschließen. Was natürlich nicht sehr leicht ist. Vielleicht kriege ich es vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ihr kennt mich, ich bin voll Noob. Egal. Soweit dazu. Details. Fangen wir von hinten an. Daten. So, das sind die Daten zum Wagen und schauen wir uns mal den etwas näher an. Ja, von vorne gefällt er mir jetzt schon. Und ja, von hinten gefällt er mir auch. Der sieht einfach nur geil aus, muss ich sagen. Der sieht echt geil aus. So, jetzt mal von innen. Ja, ja, das lässt sich sehen. Oh, geiler Motor. Die Hupe. Okay, nicht schlecht. Jetzt mal aufschalten. Ui.
Das ist ganz schön geil. So. Fenster. Türen. Ja, standardgemäß. So, wie es auch sein soll. Ja. Nichts zu meckern an dem Wagen, würde ich sagen. Geiles Stück. So. Dann fahren wir den mal Probe. Mal sehen, ob die Polizei mich unterwegs auch erwischt. Okay, Beschleunigung ist schon unglaublich gut. Unglaublich gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Ding geht unglaublich ab. Juhu! Ich mit dem Wagen durch die Gegend flitzen, das wär's noch. So, nach schneller Beschleunigung lande ich doch schon in... Bam, danke. Lande ich schon im nächsten Auto, bevor ich richtig steuern kann. Okay, kurvige Strecke. Ja, okay, hier können wir gerade das Handling ausprobieren. Ja, sein Handling ist... Naja, ihr merkt schon, ich drehe ein bisschen nach rechts und schon... geht in die Richtung. Kann man halten, was vom kann man halten, was man will. Für mich ist es ein bisschen untauglich. Aber die Beschleunigung ist schon geil. Ja, was hat der? 90 Beschleunigung oder so? Das merkt man dem echt an. Aber für mich etwas zu wenig Handling. Ich kann den Wagen nicht kontrollieren. Andere können es vielleicht, ich kann es nicht. Ja, etwas fester nach links drücken und sowas passiert schon. Also ja, muss mal gleich schauen, was für ein Handling der hat. Hab jetzt schlecht nicht wirklich aufgepasst. Wow! Bei der kurzen Strecke schon so eine Beschleunigung hinlegen, das ist wirklich nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht der Wagen, nicht schlecht. Und gut aussehen tut er auch noch. Okay, jetzt mal schnell schauen, was ist denn Handling? Ist 70? Ernsthaft? Hm. Ja eben, vielleicht bin's ja auch nur ich, wer weiß. Gut, das war's mit dem ersten Wagen. Begeben wir uns gleich mal zum zweiten. Und dort ist auch schon der zweite Shop. European Classic. Da wartet auch schon der zweite Wagen auf uns. Und ja, dann würde ich sagen, nix wie rein. Gut, den Wagen, den ich euch jetzt zeigen werde, ist der Jaguar XJ220. Sieht, ja okay, schauen wir uns mal den etwas genauer an, wenn dieser blöde Pfosten da nicht im Weg wäre. Gehen wir etwas näher ran, ist vielleicht besser. Ah, nicht schon wieder. Ja, okay. So, von vorne jedenfalls. Sieht im Grunde, ja, für heutige Verhältnisse sieht der natürlich nicht unbedingt unglaublich brillant aus, aber ich finde, er sieht auch jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Ich hätte aber, was ich bevorzuge am Wagen, sowas hier, wo der Scheinwerfer verdeckt wird, das finde ich irgendwie nicht wirklich schön, ich weiß auch nicht wieso. Ja, eben, und unter anderem die Felgen finde ich auch ziemlich schlecht. Also, solche Felgen kann ich überhaupt nicht ausstehen. Dann lieber solche hier, aber nicht sowas. Bleh. Nee, das kann ich nicht ansehen. Das ist schon besser, das ist besser. Das und, warte mal. Die Felgen dort hinten sind auch besser, aber nicht solche. Die sind, ne. Ja, okay. Genug rumgemeckert, schauen wir uns mal den Wagen von innen an. Yeah. Ein Tiger, oh mein Gott. Korrigiert mich, falls es was anderes ist. Okay, hier ist der Motor, ähnlich wie beim Chrysler. So. Fenster. Und dann auch die Türen, natürlich standardgemäß. Wie man es erwartet, dann die Hupe. Auch relativ normal, würde ich sagen. Und starten. Klingt nicht schlecht. Klingt echt nicht schlecht. Ist.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das sollte... Ist das ein Oldtimer? Nee. Nee, nee, nicht wirklich Oldtimer, aber... Der Wagen ist doch schon etwas älter, oder nicht? Es kann sein, dass ich mich irre, aber... Ja. Okay, ah ja, stimmt, hab ganz die Daten vergessen. Hier sind noch die Daten. So. Okay, das Handling ist etwas schlechter als der Wagen vorher. Und die Bremsen sind anscheinend, ja, okay, aber nicht unbedingt super gut. Nein, kaufen wir hier nicht. Ich will ihn nur Probe fahren. Okay, der ist irgendwie schon geil. Ich habe mich jetzt... Also im Shop sah der jetzt nicht so unbedingt so elegant aus, aber hier irgendwie, ich weiß auch nicht, der sieht richtig geil aus. Kann man nicht meckern. Okay, das war ein bisschen die falsche Richtung. Ich steck fest. Nein! Warte mal. R, C. Hä? Wie ging... Ah ja, hier. B war's. Ich dachte, das wäre eher zum Zurücksetzen. Natürlich ist er langsamer als der Chrysler, aber der Chrysler ist auch ein Spezialwagen, den man wirklich nur sehr schwer bekommen kann. Das ist echt nicht schlecht. Vielleicht war beim Chrysler auch das Problem, dass halt, die Beschleunigung mich so am Anfang so umgehaut hat, dass ich mich... erst an den Wagen sozusagen so weit anpassen muss, bevor man richtig gut mit dem fahren kann. Kann natürlich auch sein. Aber ja, der fährt sich recht angenehm, muss ich schon sagen. Auch wenn er eben von vorne, wie bereits vorhin gesagt, nicht wirklich hübsch ist. Von hinten sieht er echt nicht schlecht aus. Handling ist eigentlich auch relativ angenehm. Nicht so überschlagen wie beim Chrysler vorhin. Aber wie bereits vorhin erwähnt, das hat auch wahrscheinlich was mit der Beschleunigung zu tun. Ziemlich sicher sogar. So, hier vorbei. Ja. Nicht schlechter Wagen, gar nicht mal so schlecht. Ist eigentlich ganz in Ordnung, muss man schon dazu sagen. So. Gut, das war's mit den zwei Testwagen für heute. Falls ihr noch mehr Vorschläge habt, schreibt sie ruhig unten als Kommentar. Ich werde mich damit auch befassen. Wagen-Test zu fahren ist ja kein Problem. Sie zu kaufen ist da wieder eine andere Sache. So, erstmal stellen wir oben auf nicht erfolgreich, damit wir mal ein bisschen schauen, welche Herausforderungen uns denn noch fehlen. Das könnten wir nochmal versuchen, aber mit unserem Mercedes könnte das doch ein bisschen schwierig werden. D-Wagen. Was für ein Wagen ist denn das nochmal bei uns? Temporing. Wie weit abseits ist denn das? Ich würde sagen, ja, wir sind doch gerade mit dem Ford unterwegs, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal schnell dorthin. Zum Temporing. So. Gut. Okay, nichts wie hin. Ihre Reiseroute wird neu berechnet. Fahren wir einfach schnell so, das geht etwas schneller. Sie fahren in die falsche Richtung. Bitte wenden.